Jo Leute, wenn ihr genauso viel Geld und Level haben wollt in GTA 5 Online, aber keinen Bock habt, Glitches zu machen, dann könnt ihr euch auf dieser Seite, Link ist in der Videobeschreibung, einfach euer Wunschpaket zusammenstellen, also wie viel Geld und Level ihr haben wollt. Kennst du einfach das Geld auswählen, kennst du auch die Unlock All Funktion auswählen, natürlich immer wichtig den Bandschutz auswählen und dann natürlich noch das Wunschlevel dazu, was ihr halt haben wollt. Und dann ist noch krass, ihr könnt einfach den Rabattcode WASAG eintippen und ihr bekommt einfach 10% Rabatt. Ihr seht, kriegt einfach 10% Rabatt auf eure Bestellung. Jo Leute, im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich meinen neuen eigenen Moneyjob beitrete. Dieser Moneyjob ist wirklich krass, ihr bekommt einen Haufen Geld. Wenn ihr in diesen Job eingeladen werdet, ignoriert ihr einmal den Geldhaufen am Boden und müsst einmal auf diesen Fünfer hochsteigen. So, wenn ihr jetzt auf den Fünfer hochsteigt, geht ihr wie über den Fünfer in die Brücke ein und ihr werdet sehen, 10.000 geht da in einer Millisekunde, das geht unendlich lang so weiter, bis ihr den Job beendet oder abschließt. So, auf jeden Fall, wenn ihr in diesen Job eine wollt, müsst ihr dieses Video liken, meinen YouTube-Kanal abonnieren, kommentiert euren PSN, Social Club oder Xbox-Name so oft ihr könnt in die Kommentare und schon könnt ihr eingeladen werden, weil jeden Tag um 18 Uhr gehen Einladungen raus. Und ja, dann würde ich sagen, gönnt euch diesen Money-Job auf jeden Fall, nehmt daran teil. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen God-Mode Glitch für euch, bei dem ihr einfach in GTA in God-Mode gehen könnt und nicht mehr sterben könnt. Tja, das Einzige, wie ihr sterben könnt, ist euch selbst dann umbringen, aber wer macht das schon? Deswegen könnt ihr dann richtig Spiel abfucken, wenn ihr wollt. Könnt ihr einfach so God-Mode gehen, dass wenn ihr irgendeine Missionen macht, dass ihr dann einfach im God-Mode seid. Ja, und würde sagen, fangen wir direkt an mit diesem Glitch. Und zwar für diesen Glitch müsst ihr jetzt einmal zu diesem Laden hingehen, also zu diesem Laden auf der Map. So mal ein bisschen aus, dass ihr genau seht, wohin ihr müsst. Also zu diesem Laden auf der Map müsst ihr jetzt einmal hin. Wenn ihr da seid, geht es jetzt einmal wichtig, auf Spawnpunkt muss letzter Ort sein, also ihr müsst Spawnpunkt auf letzter Ort machen und dann müsst ihr noch zu Markierungen ausblenden und müsst Jobs auf einblenden haben, sodass ihr dann alles blaue Punkte auf der Map habt, also sind alles Jobs dann auf der Map. So, also als erstes müsst ihr jetzt einmal in diesen Laden eine gehen. Wenn ihr in diesen Laden seid, geht jetzt einfach eine, nehmt eine Waffe in die Hand und erschießt sie, sodass ihr 3 Sterne habt. Als nächsten Schritt geht es einfach wieder aus diesen Laden und müsst jetzt einmal einfach müsst jetzt einfach einmal wegfahren und die Polizei abhängen. Also müsst jetzt einfach die Polizei abhängen. Könnt ihr Lester anrufen, wenn ihr wollt. Also ich schaue jetzt mal, wenn da keine Polizei kommt. Oder doch, ich rufe Lester an, weil da kommt schon ein Heli. Dass es einfach schneller für euch geht, um diesen Glitch noch zu machen. Rufe jetzt Lester an. Falls ihr die Polizei so abhängt, dann könnt ihr ja einfach das Video kurz pausieren. So, als nächsten Schritt müsst ihr zu dieser Mission vom Laden hingehen. Zur Mission Hetzjagd 7 ist das, glaube ich, ja. Geht's auf euer Fahrzeug jetzt auf. Also müsst euch auf euer Fahrzeug hinaufstellen. Geht's jetzt auf Beitreten. Und das Fahrzeug unter euch wird einfach despawnen. So, als nächsten Schritt geht's ja oben und müsst euch wirklich schwere Panzerung kaufen, sodass schwere Panzerung auf aktiv ist. Und dann verlasst ihr das Ganze einfach wieder. So, wenn ihr es verlassen habt, geht's ja wieder in euer Fahrzeug ein. So, als nächsten Schritt müsst ihr jetzt wieder zum Laden hin reingehen. Also bevor ihr mit einem Fahrzeug geht, müsst ihr jetzt in den Laden reingehen. Ihr werdet sehen, der Ladenbesitzer ist noch immer nicht da, also wird noch immer weg sein. Und ihr werdet sehen, ihr könnt da jetzt auch den Laden nicht ausrauben. Also wenn ihr jetzt dazu übergeht, könnt ihr den Laden nicht ausrauben. Jetzt müsst ihr die hintere Kasse aufschießen, sodass die so offen ist. Dann geht ihr durch und werdet ein bisschen ein Bargeld kriegen. Wenn ihr das Bargeld gekriegt habt, geht es jetzt zu diesem Automat hin und kauft euch jetzt einmal ein Getränk für 1 Dollar. Kauft euch das jetzt, wartet bis das ausgetrunken hat und die Dosen auf den Boden schmeißt. So, als nächsten Schritt geht es ins Interaktionsmenü, geht es zu Inventar, geht es zu Munition. Und dann bei Munition geht es auf Wurfgeschosse, Haftbombe und kauft einmal eine Haftbombe.
Diese Haftbombe müsst ihr jetzt einfach mal auf diesen Automat platzieren. Könnt ihr einfach aufwerfen, von der Ferne so aufwerfen. Ups, einfach so aufwerfen, sodass da halt eine Haftbombe drauf ist. Wie ihr wollt. Und jetzt als nächsten Schritt müsst ihr da weggehen und müsst jetzt einfach da direkt neben dem Shop ist dann in der Tankstelle drinnen einfach noch ein Rennen. Da müsst ihr jetzt wieder auf euer Fahrzeug aufgehen. So, und müsst jetzt wieder dort beitreten drücken. Jetzt ist wichtig, wenn euer Fahrzeug nicht despawnt, wenn ihr beitreten drückt, das habt ihr, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann müsst ihr einfach mal Sitzung wechseln und das Ganze nochmal machen. Jetzt geht es auf Beitreten, bei mir ist er wieder despawnt. Perfekt, das heißt, der Glitch wird bei mir funktionieren. Jetzt geht es auf Einstellungen bestätigen einfach. Wenn ihr Einstellungen bestätigen habt, dann geht es ja einfach auf Schnellstart. Dann wartet ihr so circa 5 Sekunden und dann geht ihr raus und verlasst das Ganze einfach mal so. Wenn ihr es jetzt verlassen habt, geht ihr wieder in euer Fahrzeug ein. So. Wenn ihr in eurem Fahrzeug wieder drinnen seid, fahrt ihr zum Laden wieder hin. Also vorne zum Laden. Und jetzt drückt ihr mal auf Haftbomben zünden und ihr werdet sehen, die Haftbomben werden nicht zünden. Und wenn jetzt eine geht, dann werden die Haftbomben einfach weg sein. Wenn die Haftbomben noch da sind oder gezündet werden können, müsst ihr leider auch nochmal den Glitch von neu anfangen. Das heißt, wechselt einfach die Lobby, falls es nicht funktioniert. Und dann fängt das Ganze nochmal von neu an. Ihr könnt es in jeder Lobby machen, ihr könnt es auch in einer Solo-Lobby machen. Und ihr könnt es nachher, wenn ihr den God-Mode-Glitch aktiv habt, also wenn ihr den God-Mode aktiv habt, könnt ihr dann einfach in eine öffentliche Sitzung eingehen, also unter neue Sitzung finden, könnt ihr da dann einfach in eine neue Sitzung gehen. Und ihr werdet noch immer im God-Mode sein. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schritt von diesem God-Mode-Glitch. Und zwar müsst ihr jetzt einmal da runterfahren zu diesen Last-Team-Standing-Mission. Also zu dieser Last-Team-Standing-Mission müsst ihr jetzt einfach mal hinfahren. So, also fahrt jetzt zu dieser Last-Team-Standing-Mission hin. Müsst ihr wieder auf euer Fahrzeug draufstellen. Nur dieses Mal, wenn ihr euch auf euer Fahrzeug draufstellt, müsst ihr davor noch einen kleinen Schritt machen. Den werde ich ja gleich sagen. So, also fahrt jetzt hin, stellt euer Fahrzeug jetzt wieder da auf. So, wenn ihr jetzt dann oben seid auf dem Fahrzeug, geht es ins Interaktionsmenü, geht es zu Spieler hervorheben und hebt euch selbst hervor. Jetzt, wenn ihr außer geht, auf die Map geht, werdet ihr einfach unsichtbar sein. Also, ihr werdet euch selbst auf der Map dann nicht mehr sehen. Wenn ihr euch näher mal seht, habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt und zwar auf Online gehen. Spielerlisten mischen auf 1. So, wenn ihr Spielerlisten auf 1 habt, also Spielerlisten mischen auf 1 habt, geht es ja wieder auf Beitreten. Das Fahrzeug wird wieder unter euch spawnen. Ihr werdet da immer dumm schweben. Jetzt geht es ja da einfach wieder raus. Und jetzt seid ihr dann im God-Mode. Also, ihr könnt es jetzt probieren. Wenn ihr jetzt eine Haftbombe auf den Boden haut, könnt ihr euch einfach explodieren lassen. Und euch wird nichts passieren. Ihr könnt es so oft, ihr könnt es probieren, wie ihr wollt. Und das Coole an diesem God-Mode-Glitch ist, das Coole ist jetzt, wenn ihr jetzt Haftbomben oder wenn ihr euch halt jetzt in ein Fahrzeug einsetzt und es zündet, wird euer Fahrzeug, in dem ihr drinnen seid, einfach auch im God-Mode sein. Das heißt, dieser Glitch ist auch gleichzeitig ein Fahrzeug-God-Mode-Glitch, funktioniert auch in Helikoptern, in Hydra, in Lasers, wie ihr halt wollt. Wenn ihr das Spiel abfacken wollt, ist das eine gute Sache. Funktioniert auch am Oppressor. Ja, dann würde ich sagen, für diesen Glitch, dadurch, dass ich mir euch gezeigt habe, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet auf YouTube. Einfach auf Abonnieren drücken, aktiviert sehr gerne die Glocke, tretet jetzt meinen Discord-Server bei, Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr bei einer erneuten Mini-Glitch wieder. Ciao!